Ein gestrandetes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es eine Mittwochsfolge, weil ich einfach mal Lust hatte, wieder ein Video aufzunehmen. Und heute zeige ich euch, wie ihr gerade eben schon gesehen habt, wie ihr in Minecraft so eine tolle Tresortür machen könnt. Ihr seht, wenn wir den Knopf drücken, es passiert rein gar nichts. Und wenn wir den richtigen Hebel umlegen, öffnet sich die Tür. Mach es kurz. Tag, Bob. So, ich zeige euch heute, wie ihr sowas bauen könnt. Ihr braucht Redstone-Fackeln, Hebel. Außerdem braucht ihr noch normales Redstone, Redstone-Verstärker, einen beliebigen Block, wie zum Beispiel Eisen und noch Kolben, also normale Kolben und auch klebrige Kolben. Los geht's. Also, ihr fangt an und baut eine Wand, die 6 lang ist. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 3 hoch muss die Wand auch noch sein. Und dann braucht ihr natürlich auch noch einen Knopf. Den habe ich jetzt gerade vergessen. Den packt ihr da an die Seite hin und setzt dann oben und unten Hebel hin. Nun geht ihr auf die andere Seite und setzt hier eine Reihe Blöcke hin. Außer da ist ja unser Knopf. Nun legt ihr die Hebel um, die ihr für eure Zahlenkombination, sag ich mal, haben wollt. Also sagen wir den oben links, den unten rechts und den oben rechts. Und dann packt ihr immer an die Wand, wo der Hebel umgelegt ist, eine Redstone-Fackel. Ihr seht, dass ihr es richtig gemacht habt, wenn die Redstone-Fackeln aus sind. Und da, wo ihr nichts gemacht habt, setzt ihr einfach Redstone hin. Dann setzt ihr hier unten noch eine Reihe Redstone hin, um das alles zu verbinden. Und macht oben auch noch eine Reihe Redstone oben hin. So soll das Ganze aussehen und es darf kein Signal im Redstone sein. Dann packt ihr hier hinten eine Redstone-Fackel hin und setzt hier so 2 Blöcke hin. Packt darauf einen Verstärker und hier 2 Blöcke hin. Dann setzt ihr da noch einen Block. Und verbindet das Redstone oben und unten. Und macht dann so, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Dann packt ihr da noch einen Verstärker ran. So sieht die Konstruktion bis dahin aus. Wenn ihr den Knopf drückt, muss eigentlich bis jetzt nur das hier ausgehen. Hier, ihr drückt den. Zack, das geht aus. Oder? Guck nochmal, ob ich alles richtig gemacht habe. Nein, das Wichtigste habe ich hier noch nicht. Wir müssen hier noch eine Redstone-Fackel hinsetzen. Aber jetzt sollte es soweit sein. Genau, der geht aus. Die Rettungsfackel geht kurz an. Und wenn der Code nicht richtig ist, dann leuchtet die Redstone-Fackel nicht, wenn ihr den Knopf drückt. Das ist das System dahinter. Dann baut ihr hier noch 2 Blöcke hin. Packt auf den Block noch Redstone. Dann baut ihr 4 Blöcke ab und hier ein Tief. Dort setzt ihr eine Redstone-Fackel hin. Und dann hier und dort 2 Kolben, die sich angucken. Ein Eisenblock hin. Und dann noch hier 2 Eisenblöcke drauf. Oben noch Redstone hin. Und an die Seiten auch noch Redstone-Fackeln. Dann baut ihr hier einen Block tief und setzt einen Redstone hin. Das müsste dann leuchten. Wenn nicht, dann drückt ihr den Knopf einfach mal. Und dann kann es auch schon da an das Tor gehen. Ihr baut hier ein bisschen höher. Ich würde sagen, so 3 hier. Und dann könnt ihr hier auch schon die Kolben setzen. Klebrige Kolben, das ist ganz wichtig. Setzt da 2 Redstone-Blöcke, Eisenblöcke ran. Dann hier auch noch 2 Eisenblöcke und 2 Kolben. So müsste das Ganze dann aussehen. Dann versteckt ihr die Kolben noch gut, dass die keiner sehen kann. Und dann seid ihr auch schon fast fertig. Jetzt müsst ihr nur noch irgendwie das Redstone-Signal bis nach da hinten hinbringen. Das ist aber nicht so schwer. Da macht ihr das einfach so, so eine Verbindung. Und oben drüber packt ihr dann auch noch einfach eine Verbindung hin mit Redstone, also hier hoch. Dann rüber hier. Und so.
So einfach ist das. Jetzt könnt ihr hier hinten einen kleinen Raum schon mal bauen, wo dann ja später eure Truhe reinkommt. Also entweder ihr baut hier jetzt nur so einen kleinen Raum, wo dann die Truhe reinkommt, oder ihr vergrößert das hinten noch, dass dann hier noch mehr Truhen rein können. Aber ich denke, ich mache den jetzt erstmal so klein, dass da einfach nur eine Doppeltruhe reinkommt. Also hier hinten oder sogar dazu. Bräuchten wir das hier hinten ja gar nicht mehr. Und jetzt seid ihr eigentlich fertig. Ihr habt die Hebel umgelegt, drückt den Knopf und die Tür geht auf. Da ist dann unsere Truhe drin. Wir können den Boden ja auch noch mal ein bisschen schicker machen. Wenn ihr den Knopf wieder drückt, dann geht die Tür zu. Und wenn ihr dann auch noch die Hebel umlegt, dann geht die Tür auch nicht mehr auf, wenn ihr den Knopf drückt. Das heißt, dann ist euer Raum sicher. Und wirklich nur, wenn man den Code eingibt, funktioniert das. Wenn ihr einen falschen Code eingibt, jetzt auch nicht. Das heißt, der ist komplett sicher, außer natürlich, wenn ihn jemand abbaut. Aber ich denke, so sollte euch erstmal geholfen sein, wenn immer jemand eure Sachen geklaut hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich vielleicht irgendwas Cooles wieder in Minecraft vorstelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao.